Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen YouTube-Video hier bei Hardy 690. Heute sind wir wieder auf dem Dorf unterwegs, da wo wir hingehören. Hier draußen im Nirgendwo, da hinten ist die Autobahn. Und da hinten müsste gleich der Zweitaktheizer stehen, mit dem wir uns heute treffen. Wir treffen uns heute mit ihm, denn er hat eine schöne Simson und wir fahren heute mal wieder Simme. Bei dem Wetter, ey, voll mal überall Nebel und es ist auch ein bisschen frisch. Jetzt geht es langsam wieder los, dass uns die Klöten hier einfrieren. Aber naja, na mal gucken, ob er jetzt hier rechts um der Ecke steht und müsste eigentlich. Ach klar, Digi, da ist er mit seiner schönen Simson. Mal gucken, was er uns zu erzählen hat und mal gucken, wie sich das Ding fahren lässt. Da ist er, der Zweitaktheizer. Moin, Digga, wie geht's dir? Alles super, bei dir? Alles gut, so, ja. Das ist dein Ding. Jawohl. Das ist dein Ding, das wollen wir uns den Leuten heute vorstellen. Die schöne Simson, was ist das, eine S51? S51, ne? Jo, gut. Ich wollte erstmal sagen, wir gucken uns das mal hier so an und du erzählst uns ein, zwei Sachen. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen, was du da dran gemacht hast? Sehe schon alles lila. Na, und vorher war es grün. Vorher frei, erzähl. Was gibt's hier? Also, was gibt's hier zu bestaunen? Es ist eine S51, Grundaufbau. Da stand gar nichts außer der Hauptrahmen. Habe ich alles mehr oder weniger komplett selbst von Grund auf aufgebaut. Jo. Das S51 Motor, 50 Kubik, Original, Barbezündung und jetzt auf lila-weiß umstrukturiert, damit es optisch was hermacht. Ja, es hat was. Also mit dem Lila sieht auf jeden Fall übel fett aus. Hier die Griffe lila, das alles lila. Die Felgen sehen natürlich übel krass aus. Hast du die so gekauft oder hast du die machen lassen? Ne, die habe ich so gekauft. Die kann man sich so kaufen, ja? No. So eloxieren? Genau. Und hier Glücksbringer oder was? Der Waffel? Vorne und hinten. Ja. Und wichtig und richtig, ist es strict. Wir haben noch ein paar Sticker zur Verfügung. Alter, kipp jetzt nicht um. Ja, das finde ich auch cool hier mit diesen Schonern. Haben ja auch nicht viele, ne? Ja. Aber hat ein bisschen was. Und hier auch alles eloxiert. Für was stehen die plus 1? Ist das ein Gag oder? Ja, das ist mehr oder weniger auf lustig gemacht. Das ist ja der Seitendeckel vom Motor. Ja. Und eigentlich steht hier immer die Gangzahl, also wie viele Gänge du halt hast. Und ich habe 4 Gänge, keine 3, deswegen habe ich noch eine plus 1 dazu gezeichnet. Ich hatte keinen anderen Deckel. Achso. Und bei mir in der Nähe gab es jetzt auch keinen Vierganggangdeckel mehr, okay, den ich mir kaufen konnte. Na gut, auf Russisch, aber na, passt. Das ist auch cool. Sieht aus wie so ein Knopf, gell? No, das ist, ist das ein Knopf? Ja, ja, das ist so ein Schnellwechsler. Da, normalerweise hast du hier eine Schraube, eine Schraube drin, die musst du rausdrehen, aber hier klickst du einfach und kannst ihn abnehmen. Achso, und da ist das ganze, die ganze Russentechnik drin. Ne? Ja, den Rahmen hast du weiß gemacht, ja? Oder ja, was? Das ist der, nur der Obergurt ist jetzt weiß, unten der Hauptrahmen, der ist noch schwarz. Achso. Sonst noch ein paar Akzente hier mit so weiß gemacht. Jo, jo. Na klar, Alter, der eigene Style gefunden. Sieht fett aus. Jetzt müssen wir nur den Deckel wieder rankriegen. Und das sind hier, das sehe ich auch oft bei Leuten, was sind das hier für eloxierte Teller? Das sind Unterlegscheiben, eloxierte Unterlegscheiben mit Schrauben. Ja. Die kann man drunter machen, wenn man es braucht. Optisch sieht es geil aus von hinten. Deswegen habe ich die auch damit drunter gemacht. So passt halt zu den lila Dekor. Ja, das stimmt. Das passt auf jeden Fall. Richtig geil. Und Easy Strict Schlüsselband. Fett, fett. Und das hast du dir auch drum gemacht? Na? Um den Dreck hier vom Feldweg nicht aufzusammeln. Ich habe mir vorhin schon wieder irgend so ein Forz hier drauf geballert. Guck mal, widerlich, widerlich. Na gut, was gibt's zu beachten, wenn ich die kurz fahren darf? Also zu beachten gibt es eigentlich nur das wetterbedingt. Es ist halt jetzt ein bisschen kühl. Ja. Die Kupplung kommt relativ spät, was sonst eigentlich ja immer etwas früher kommt. Also bei den Simsons, die ich gefahren bin, kam die Kupplung immer schon hier so. Ja. Meine kommt dann erst hier so ganz am Ende. Ja, das ist ja nicht schlimm. So, und sonst, wenn sie manchmal anfängt sich zu verschlucken, also immer, dass sie nicht will, ziehst du einfach nur ganz leicht den Schok. Ganz, ganz leicht, gibst ein bisschen Gas nebenbei und dann machst du sofort wieder weg. Ja, okay. Und dann fährt sie gleich los. Ja, wir gucken. Und selbst wenn, dann muss ich halt ein bisschen treten. Na, also Benzinhahn auf, ja, nach unten, na, oder? Genau. Jo. So, Zündung ist an oder muss ich noch? Nee, einmal rum. Ja. Ich habe immer Angst, dass ich das abbreche, wenn ich einmal zu. Ist schon mal passiert? Nee, mir ist das noch nicht abgebrochen, aber mein Zündschlüssel war letztens, wo von das, was du reinsteckst, war einmal komplett krumm. Das sah aus wie so ein Flugzeugpropeller. Oh nee, da kriege ich übel Schiss, will ich nicht machen. Das ist passiert. So, dann einfach drauf auf die Süße. Hat die Namen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Zweitaktheizer, ja, ja. Da fehlt eigentlich das Easter-Strick Leckerpolster, mein Freund. Aber das verzeih ich dir, das ist cool. Das sieht gut aus. Und Bandana. Vielleicht sollte ich mir mal auch sowas dran machen. Oder so ein Fuchsschwanz oder so ein Forz. Aber natürlich alles unecht. So, Hauptständer, gucken, dass der mir hier nicht
die Füße wegballert. Auch wichtig zur Selbstverteidigung. Okay? Wenn einer kommt, gibt es einen Stich. Naja, gut. So, wollen wir mal starten und gucken, wie die Süße sich fährt. Das ist doch eloxiert, oder? Die Felgen. Ja, die Felgen, aber gut, das. Alter, wenn ich ja einen Scheiß erzähle. Ist ja originales Maß, die Felgen. Ja. So, was willst du da eintragen lassen? Hm. Na gut, versuche ich es mal anzukicken. Benzinhahn ist offen. Ja. Oh, hier hast du sogar grüne. Und einen offenen Kupplungsdeckel, nicht war das so? No. Das ist Pullraddeckel. Wie heißt das? Lichtmaschine. Das Lichtmaschinendeckel ist das. Ach, Digga, habe ich jetzt Scheiß erzählt? No, das ist. Ja? Okay. Ist halt der Pullrad. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung. Der Lichtmaschinendeckel. Ich bin das mal mit 15 gefahren. Na gut, treten wir mal an. Muss ich schon einen Schock ziehen, ne, gell? Nö, nö. Einfach nur ein kleines bisschen Gas geben. Oh, ich habe so Angst, dass ich das manchmal durchschaue. Ja, da ist halt die Kickstarter. -Mitte. Und immer ein bisschen Zwischengas, gell? Okay, wie viele Gänge? 4? Ja, wie gesagt, wenn sie anfängt zu ruckeln, ziehst du ganz leicht einen Schoben, machst du dann wieder weg. Okay. Also 4 Gänge hat die Karre. Dann fahren wir mal. Alter, ist er drinnen? Jo, ist drinnen. Gut, dann bis gleich. Oje. So, wir müssen schocken. Nein! Warte, ich krieg's hin. Erst hat er gesagt, Schock. Der Schock, aber es ist halt auch kalt, ne? Ich hab früher gelernt, immer die Simson ein bisschen zu kippen. Junge, fahr! Alter, Digga, es ist so ungewohnt. Was? Sie ruckelt und ich soll einen Schock ziehen. Ah, da komme ich jetzt nicht dran. Los, Junge! Das ist dumm. Digga, das ist wirklich eine. So, jetzt ziehen wir mal ein bisschen einen Schock. Ja, jetzt geht's aus. Na prima. Ach, Digga, ich kann halt keine Sims anfahren. Merkt ihr das, wie blöd ich bin? Ich bin halt so. So verwöhnt. Ach, Mensch. So. So, Schock habe ich jetzt zu, Digga. Das bringt ja nichts. Vielleicht. Mehr Gas, Junge. 3 PS schießen mich hier durch. Warum ruckelt denn die Karre so? Na komm, vielleicht ist es einfach zu kalt. Vielleicht müssen wir so ein bisschen einfahren. Haben wir den Benzin dann offen? Ja, jetzt. Naja, komm. Dann tuckern wir halt hier im zweiten Gang rum. Hä? Ich mach keinen Sinn, die ruckelt. Ich bin halt einfach zu blöd. Das ist halt auch so ein Ding, gell? Wenn ihr eure Sim kennt, dann wisst ihr ja, wie man die fährt. Aber wenn Fremder drauf geht. So, zweiter Gang. So, ich habe den Schock ein bisschen offen. Okay. Okay, okay. Wollen wir noch ein bisschen Schock aufmachen? Ne, jetzt kommt sie. Sie kommt! Es geht los! Jawohl, geht doch, Bruder. Geht doch. So muss das sein. Jetzt funktioniert's. Schön hier ein bisschen übers Dorf tuckern. Jo! Jetzt weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Ich habe eigentlich so viele Sachen vorhin im Kopf gehabt. Na komm, wir fahren noch ein Stück weiter. Ah, oh, die Bremse. Nein, Bruder, bitte nicht! Schon wieder Schock ziehen. Nein, komm, du schaffst es auch. Komm, Junge, komm! Jetzt, genau. Jawohl, jetzt geht's. So, ja. Digga, der Sitz ist enorm bequem, ist wie auf dem Sofa. Ja, irgendwie hat das ein bisschen was, gell, mit dem Bandana. Aber ich muss die ganze Zeit gucken, dass die mir hier nicht absäuft. Oh, kurz durchs Wasser, hä? Ah, nein, bitte nicht! Ah! Junge! Los! Geht doch. Geht doch, so geht's. Wahnsinnige 3 PS schießen mich hier durchs Land. Ey, nein, jetzt fahren wir ja den Berg runter und müssen den auch wieder hochkommen. Bitte nicht.
Egal, wir probieren es. Oh nein, 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 wir probieren es nicht. Weil da unten kommen ja schon wieder die übelsten Pfützen. Hallo? Ich habe nichts gemacht, Bruder. Wollen wir die nicht kommen? Wir stellen die mal kurz hin. Wir stellen die mal kurz hin und dann erzähle ich mal ein, zwei Sachen. Ja, das ist natürlich easy, gell, die hinzustellen. Schock zu. Hallo? Was spinnst denn du hier rum? Komm, wir machen mal einen Soundcheck. Das ist ja süß, gell? So, wir machen kurz aus. So, was wollte ich erzählen über Simson? Ja, Karre ist cool, gefällt mir, aber man muss halt, ich keine Ahnung, man muss die Maschinen halt oder die Mopeds halt kennen, ne? Damit du weißt, wie du die fährst, weil irgendwie jedes anders, jeder baut sie halt selber zusammen, jeder hat eine andere Macke oder was, ja. Macke, na gut, kann man vielleicht auch so sagen, aber Sicht ist halt cool, ne? Es ist halt Nostalgie hier im Osten. Wenn fürs Dorf und auch selbst für die Stadt, finde ich, reicht es komplett. Viele tun die ja übel auf. Und ich sag's dir ehrlich, Digga, das ist trotzdem, ist ein Moped, aber ist irgendwie wie ein Fahrrad mit Motor. Weil die Reifen so dünne sind. Und das ist auch nicht böse gemeint. Jungs, ich will euch jetzt nicht fronten damit. Aber das ist halt der Einstieg, finde ich, fürs Motorradfahren. Oder halt, man lebt das, man fühlt das, weißt du. Aber ich will auch nicht auf so einer 33 PS immer hocken, Junge, da fliegt mir alles weg. Digga, das zieht dich runter. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch krass und übel verrückt, wenn du da hier so 20 oder noch mehr PS unterm Pops hast. Aber auf den kleinen Reifen, selbst mit Scheibenbremsen und sowas. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle das nicht so. Ich bin da so verwöhnt mit den dicken Reifen jetzt. Ich meine, ich habe ja auch mal mit Simson angefangen. Hab das ein halbes Jahr gemacht. Fahrschule, hatte eine geile S51 Enduro. Und aber 6 Volt Unterbrecherzündung in jeder Kurve ist mir die Scheißkarre abgestoffen. Das ging mir so auf den Sack. Ja, ich konnte halt auch noch nicht richtig fahren, ne, mit 15. Und dann hat es so lange gedauert, dass ich mir dann gesagt habe, komm, Alter, holst du ein kleines richtiges Motorrad. Ein 125er. Obwohl ja viele sagen, ja, das sind noch keine richtigen Motorräder, aber es ist Schnuppe. Aber ich weiß, Simson ist geil, Nostalgie. Aber ist halt der Einstieg, oder? Oder halt für Leute, die das fühlen. Ich glaube, ich werde mir eine Simme mal zusammenbauen oder holen. Erstens brauchst du ja eh die Ahnung, wie das Ganze funktioniert, so ein Ding aufzubauen. Das macht ja auch gefühlt jeder vom Dorf hier. Aber halt dann nur halt für Nostalgie, also so richtige Motorradtouren brauchst du damit halt nicht zu machen. Ist bestimmt auch ein krasses Erlebnis, gell? Wenn du halt so irgendwie mit der Simme von hier an die Ostsee fährst mit deinen Jungs. Ist bestimmt auch übel geil. Ja, aber es ist halt, bleibt eine Simson und ist halt kein Motorrad. Ist halt ein Einstiegsmotor, also Einstiegsmoped. Aber geil, trotzdem cool. Coole Geschichte. Ich würde auch. Was mir aufgefallen ist, hier, ey, wenn du hier im Osten lebst, in jedem Dorf, Junge. Also gefühlt gibt es hier mehr Simson als Motorräder, oder? Hier im Osten. Das. Keine Ahnung, du. Jeden Tag. Also ich höre mehr dieses Geklappere jeden Tag durchs Dorf fahren als ein richtiges Motorrad. Aber es ist halt. Aber im Endeffekt, man steckt ja auch so viel Kohle in so eine Simson rein. Da kann man sich auch ein kleines Motorrad holen, aber das ist halt individuell und das ist halt Nostalgie. Trotzdem coole Geschichte, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Das hat auch nichts mit der Simson hier zu tun. Es ist halt. Irgendwann. Ach, ich weiß nicht, es hängt einer auch ein bisschen zum Hals raus, wenn man da nicht ganz drin steckt, weißt du? Aber für Simson-Ausfahrten und sowas ist das halt geil. Oder wenn du halt wirklich mal nur hier ins Nachbardorf willst oder auch so ein bisschen rumcruisen, passt. Aber halt für immer, bleibt halt Moped. Junge, mir läuft die Nase. Alter, vorhin war, guck mal, da hinten ist noch Nebel. Es wird ziemlich frisch. Jetzt gucken wir mal, dass wir wieder zurückkommen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ui, erster Kick, Junge, die Karre ist an. Und ich glaube, dein Tau ist ein bisschen kaputt, mein Guter. Los! Hier muss ein bisschen andämmeln hier, dass die Karre nach vorne geht. Los! Oh, Digga, das muss ich wieder den Schock ein bisschen aufmachen, ne? Oh, das war zu viel.
Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel. Es hätten mich fast 3 PS von der Karre geworfen. Nein! Wir sind im dritten. Noch ein Stück. Ja, jetzt komm. Immer mit Schock fahren hier, oder was? Ja, aber man sitzt halt sau bequem, ne? So was, vierter Gang, ja? Und jetzt nochmal durchs Wasser. Hoch die Beine! Ja, jetzt läuft's doch. Geil. Digga, das Kabel macht mir ein bisschen Angst. Wenn du dich da mal verfängst. Eieiei. Oh, jetzt gucken hier die Bauarbeiter. Wie man mit der Simme hier lang fährt. Immer Zwischengas. Immer Zwischengas geben, sonst nicht, dass die Karre ausgeht. Los, Junge. Jawohl, geht doch. Geht doch. Ja, ist trotzdem ein cooles Gefühl. Und jetzt, ich glaube, wenn du drauf sitzt, da fühlt man den Sound auch ein bisschen mehr als immer, wenn man das nur im Dorf hört. Ja, aber trotzdem, ist halt sau entspannt, ne? Und es ist natürlich tausendmal besser als ein Roller. Vor allem, weil du halt die 60 fahren kannst mit 15, ne? Und es ist halt dann doch schon eher motorradmäßig, also mehr Motorrad als ein Roller. Ja, ich fühle das schon. Aber halt nicht so sehr, dass ich sage, nur noch Simson und nie wieder Motorrad, weißt du? Wobei ich das halt auch manchmal unpassend finde, wo ich selber gemacht habe. Wenn du auf Simson treffen mit Sumos oder richtigen Motorrädern kommst, weißt du, es ist halt eine eigene Welt. Ja, wer weiß, Digga, vielleicht, was glaubt ihr, wie lange Simson sich noch hält? Was glaubt ihr, wie lange Simson sich noch hält in der Zukunft? 50, 100 Jahre oder noch länger? Alter, oh, jawohl, so mein Guter. Hier, Autobahn. Ja, Digga, trotzdem muss ich sagen, cooles Bike, macht Bock. Und jetzt gucken wir mal, habe ich noch einen Gang drin? Ne. Läuft. Geil, geil, geil. So, Zündung aus. Alles geklappt. Ja, na, man musste sich ein bisschen dran gewöhnen mit der Schockgeschichte hier, gell? Ja. Am Anfang habe ich da echt ein bisschen gekämpft. Na, das ist halt wegen der Kälte. Ja, ist halt schweinekalt, ne? Ja, deswegen. Ja, aber trotzdem, also du sitzt bequem. Und wenn sie fährt, dann fährt sie ordentlich. Da habe ich halt nur ein bisschen Schiss, dass du das hier, dass du mal hängen bleibst hier, ja, ja. Und zerrst ab. Aber sonst macht Bock. Aber hätte ich gedacht, dass die Sitzbank so bequem ist. Und auch mit den anderen Griffen fühlt sich ein bisschen, na, was heißt hochwertiger, also halt wie ein großes Motorrad an, ne? Weil die ein bisschen dicker sind. Die originalen Simson-Griffe sind aber bestimmt ein bisschen dünner hier, gell? Die haben hier dieses, ja, die haben dieses Gummi dran. Diese Vierecke haben die. Ja, ja, ist ein bisschen anders. Ist nicht so rund. Aber sonst, ja, ist halt Simson, hab's eben schon gesagt, ist halt die Nostalgie. Ob es jetzt was mit richtigem Motorradfahren zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist auch halt auch nicht böse gemeint. Aber sonst macht's Bock und für sich ist es geil und tausendmal besser als ein Roller. Und wenn man genug Kohle hätte, dann würde man sich auch so ein Ding zulegen und ein bisschen rumbasteln. Und das kostet ja auch so viel Geld, was die Jungs und Mädels da in ihre Sim reinstecken. Sieht zwar mal alles geil aus, aber ich weiß nicht, ob ich da 10.000 Euro reinstecke in so eine Karre. Ich glaube eher nicht, außer wenn man zu reich ist. Aber sonst, Digga, ich danke dir vielmals, dass ich mal testen durfte. Kein Problem. Okay, willst du noch was sagen, was dir noch eingefallen ist? Nee, mir ist nichts weiter eingefallen. Nee, nee. Dann check gerne 2-Takt-Heizer auf Instagram aus. Lasst einen gerne Follower da. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, hier haben wir East District. Hier haben wir unsere Sticker von East District. Der gute Mann hat sogar East District Cabby auf. Die neuesten Dinger. Wer Bock hat und den Osten ein bisschen repräsentieren will mit geilen Merch, Marke, sonst was, schaut gerne auf www.eastdistrict.de nach und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst doch gerne ein Abo da. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.